Moin Leute, seid gegrüßt, ich sitze ja nicht richtig, hat noch was anderes gemacht, so, immer noch ein bisschen erkältet, ne, nimmt es mir nicht übel, was habe ich denn hier, ein Mobiltelefon, gut, so, dumm, die dumm, die dumm. 560 Kellen in 8,75 Sekunden. schon geil. Ist schon geil. So, Bett. Upsila. So, bam, 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 bam. Babam. Ja, habt ihr gut gemacht. Sauber. Ah, ich weiß. Ich bin halt Opening, ne? Puff. Dass ich überhaupt noch lebe. Aber der Kunze-Panzer, der hat's halt, ja. Ist alles kaputt, ne? Das Schlimmste ist eigentlich, dass das Rohr kaputt ist. So richtig gut aufgemacht. Habt ihr richtig Spots? Perfekt. Perfekt spotted. Ey, Junge, 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 Junge. Ja, und unser Badchat hat halt dem schön zugeguckt, ne? Das ist eben so. Leopard hat auch ordentlich reingelunzt. Noch ein und noch ein und noch ein. Er läuft hier, der Lachs. Er läuft. Ja, genau. Stell dich da wieder hin. Zack. Hallo, da steht der Kunze, du Knaller. Verstehst du das Problem? Der Kunze da unten. Der hat uns alle aufgemacht. Meine Knarre ist halt nicht zu brauchen, ne? Das ist immer einfach so. Ja, natürlich kommt er wieder weg da. Es ist doch... Ja, es ist ihm scheiße. Eine scheiß Piss-Situation. Das ist wirklich... Kannst du nur ragen. Ja, kannst du da nicht, ey. Oh, ein Drecksding. So, alles wieder tot, alles wieder ohne mich. Null? Also wirklich, ey. So, was ist jetzt das Problem? So, da kommen wir nicht ran. Wir können nichts machen. Der Kunst ist abgehauen nach ins Nirvana. Wo die Gegner alle stehen, weiß ich nicht. Doch, der Waffenträger da. Ja, natürlich! Panzerung nicht durchschlagen. Ja, das ist vollkommen korrekt. Das ist so. Ja, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst, aber gut, ich war eh am Laden. Panzerung nicht durchschlagen. Ja, das war auch klar, dass ich ungebremst wieder aufgehe. Denn Tarnwert haben wir ja nicht, ne? Also Tarnwert so den ganzen Scheiß haben wir ja nicht. Wirklich. Aber wenigstens durften wir schon einmal Schaden machen. So. Jetzt haben wir bald alles durchrepariert hier. In unserem Neuner. Knarre geht nicht runter. Aber hey, was wollen wir hier warten? Achso, wie? Ja, natürlich! 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 Oh, ich liebe diese Ghost Shell. Natürlich! Natürlich!
Natürlich bombahühlig. Ja, ja. In dem Moment, wenn ich rankomme, ist natürlich, oh ja, sofort natürlich auf. Und auch schon in die Richtung gezielt. Hat halt bloß nicht getroffen, ne? Aber gut, der hat genauso viel Glück wie ich oder wenig. EBR 90. Krieg ich wieder Spot drauf. Uff. Bin doch bestimmt schon wieder auf, oder? Oder ist einfach nur so aus Spaß? Ich krieg die Knarre sonst nicht runter, wenn ich nicht so stehe. Das ist das Problem. Ich meine, an dem Progetto sowieso nicht, aber ich gehe mehr auf den Struff, muss ich sagen. Der Struff, der wird nicht nochmal ausgehen. Oh, habt ihr die HD gesehen? Ein Häppchen, das wäre noch geil. Ein Häppchen noch. Aber das war so, die Runde war echt salzig. Super Salz. Naja, was soll ich sagen? So. Tausende noch. Naja. Panzer gut, Panzer mega Laser. Oh. Aber sehr salzige Runde. Das ist egal. Tja, da schauen wir mal, was hier abgeht. Ein Kunstanbruch. Ist ja kaum Panzer, den ich nicht habe. Das ist, bin ich ehrlich. Ich habe wirklich Garage ist voll. Ja. Was ist das da eigentlich da? Das ist map-mäßig was. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken, dass die Kamera mich richtig verfolgt, dass nicht irgendwelche Ecken da sind, die nicht da sein sollen. So. Abgekunstet. So. Ach, der Gefecht. Gern irgendwie irgendwas spotten. Ich fühle mich aber so ein bisschen nicht so unterstützt. So eine Badshed, AP und ein Phase One, aber die bleiben da alle irgendwie stehen. Und ich finde nicht, dass wir hier irgendwie was riskieren sollten. Man könnte jetzt den Panzer sofort wegschmeißen. Ja, Scharfe Tour und wie sie alle heißen, sind alle wirklich. Alle wirklich da. Und tja, sorry. Also, da hat sich die Badshed selber rein manövriert. Und ich werde ihr dann nicht helfen. Ja, jetzt kracht der nächste da rein. Da bin ich raus. Das ist war zum Scheitern verurteilt. Wenn da reinkrachen, dann ja, nicht so wenig. Wir sind aber nur zu zweit. So, und die sind ja jetzt mit dem. Die sind ja jetzt zu dritt schon drinne. Und am Ende sind sie sowieso zu viert. Die pushen da einfach lang. Ja, das war so klar. Ja. So. Ach so, meine Fresse. Ja, fahr. Junge. Gib Gas. Ich kann ja auch nicht mehr zugehen. Die Flucht ist einfach, ja. Einfach riesig.
ist natürlich, ne? Ja. Natürlich eine scheiß Situation. Ja, der piekt da einfach rum. Und da sind ein Haufen Autoloader. Haufen Autoloader. So, da knallt der Borask rum. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, jetzt ist unser Licht aus. Aber er ist halt auch gefühlt hoffentlich tot. Ja, das ist halt das Ding, ne? Jawohl. Jawohl. Waffenträger. Ich kläre das quer über die Karte auf, ne? Das ist so geil. So geil. Es ist aber schon. Also, es ist der Gegner schon. Der hat schon gut Druck. Oh, der macht da vorne genauso Druck. Mit dem Gegner los, sag mal. Ja. So, T55 Alpha, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. So, jetzt da. Ein bisschen alles beobachten. Oh, gut kassiert, der Gegner. Gut kassiert. Gut kassiert. Aber es ist halt schon eine tricky Nummer hier, ne? Überall gepusht. Aber ich wäre halt auch down gewesen. Hätte ich die hier nicht über Freefield spotten können. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Ich die hier locker nicht spotten können. So, und mit mir und dem Scorpion ist hier eben auch Ende. Ja? Die können gerne überall angreifen, aber ich sehe sie eben zuerst. So, der weiß es noch nicht, aber jetzt weiß er es. Ne? Zwar eine längere Ladezeit, aber genau, Batsch. Ja, so ein bisschen. Ja, okay, da werde ich beschossen. Das ist jetzt eine blöde Position. Das muss dem Gegner suggeriert werden. Das ist eben, ja, dass er eben nicht überall dahin fahren kann, dass eben da die Schusskanäle belegt sind. So, scharfe Tuben, Waffenträger, die sind da out of order. Ich glaube nicht, dass sie da hinten rumgekommen sind, ohne dass ich sie gesehen hätte. Selbst wenn sie an der Redline gefahren wären, hätte ich sie vielleicht gespottet. So, der ist drauf, der ist drauf, der ist drauf. So, jetzt fahre ich mal schön rüber. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Charfotour zusammen mit dem Scorpion. Ich fahre mal in die. Ich habe ja noch ein bisschen Struktur. Ich kann mich jetzt hier noch ein bisschen bewegen. Bieb, bieb. Ja, ja. Oh. No, gut, 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 gut. Ah, verdammt. Aber ist egal, dadurch sind sie eben offen. Aber die standen die ganze Zeit da rum. Ja, gut. Hat mich da nicht in der Scorpion so ein bisschen, aber der hat sich ja durch den Geezer da unten, ne? Dadurch wissen die da oben natürlich, es sind jetzt noch 5, 6 Gegner. 6, 6, ja. 6 Gegner-Positionen sind fast alle bekannt. Alle bis auf eine. Ja, das hätte ich auch anders machen können. Ich bin ein bisschen zu spät darauf gekommen, dass der scharfe Tour, wenn ich rückwärts fahre, nicht mehr schießen kann. Und ich hatte ein bisschen zu lange nachgeladen auf dem Waffenträger. Das ist eine eigene Doofheit. In der Hoffnung, dass wir es trotzdem noch gewinnen. Waffenträger One-Shot. Zack, das war's auch. Ja, also es ist safe. Ist safe. Juli! So. Was stellen wir denn mit meinem Medium jetzt an? Komm, wir laden heute um. Heute ist Goldtag.
Achter Effekt mit Zehnern. Mhm. Ich bin mir uneins, ob ich damit unterstütze oder hier dieses Eckengebumse mitmache. Also ich will hier erstmal safe penetrieren, das ist so mein persönliches Highlight. Das soll er hier mal ausspielen. Und er natürlich, ne? Die bieten sich quasi dem Gegner so ein bisschen an. Der Gegner müsste aber aus seinem Schanzenloch da raus. So, da ist der. Ich sehe so ein bisschen Unterlegenheit bei uns oben. Müsste eigentlich zu sein. Ja, der steht da gut. Wir haben da ein WZ, wir haben da ein bisschen Medium Power in der Mitte. Ich denke mal, also im kleinen Dorf. Sorry. Wie gesagt, erkältet. Ich muss euch hier nicht anschreien, theoretisch. Tja, und dann unterstütze ich die da eben. Ne? Zement. So. Dann werden wir mal wieder alles dahin gebracht, wo es hin soll. Boah, da ist eine IS-7. Und die will hier vorrücken. Was die IS-7 nicht weiß, ist, dass sie da auf Widerstand trifft. Der Widerstand bin ich jetzt hier. Oh, ich bin der geile Zehner, ich push hier. Ein Scheiß, was machst du? Ja? Hier gibt's keinen geilen Zehner. Ich push hier. Hier gibt's nur, ja, Gegenwehr hin, ne? 7-1. Ja, das haben die vergeigt. Das haben die echt vergeigt. Es ist vorbei. Jawohl, so sieht's mir aus. Können wir noch ordentlich was abschmatzen hier? Boah! Hier wäre, glaube ich, das wäre so ein Ding, so ein Auto-Aim-Ding, ne? Von allen Seiten. Ja, du bist nicht sicher. Wir machen den Charlie wirklich im letzten Poeng. Ja, genau, aus dem Winkel in der Seite. Hallo? Na? Komm. Ja, also. Ja. Der richtige Moment für die richtige Seite entschieden. Dadurch, ja, aber gut. Unten, die waren richtig gut da, ne? Tja. Runde. War gut, die letzte. So, dicke Gun. Die dicke Gun. Hier meine persönliche oberste Priorität, Positive Trade. Um 750 Kellen zu verteilen und die wollen wir anbringen.
Ja? Und wenn wir 400 kassieren und 57 austeilen, ist das okay. Also müssen wir uns ja, an einem Hügel tatsächlich positionieren, wo wir denn halt auch damit arbeiten können. Ja? Turm ist so lala. Wanne ist, ja, aus Papier. So, was haben wir hier wieder? 9er Effekt mit 8er. Also Topftier. Na, ist ja gut. So, schauen wir mal rein. So, wir haben hier wieder sicherlich das Problem mit den Boys, die hier, genau, mit solchen, die hier Dinge tun wollen. Ja, 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 also wirklich, der war ja mehr als, der war noch grüner, ging ja gar nicht. Auf dem Emil Tourette. Na, genau. Na? Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ich wage mich zu weit vor und kann dementsprechend nicht wirken, weil ich halt von rechts die Gefahr habe. Aber die können halt dementsprechend auch meine Boys nicht pieken, ne? Der macht doch bestimmt jetzt so ein... Alter, stand da, habt ihr gesehen. Oh. Das habe ich wiederum nicht gesehen. Genau, so, auf so einen Move habe ich eigentlich gewartet. Ne? Dass er sowas macht. Und ich denn parat bin. Gut. So. Müsste eigentlich wieder bereit sein. Ich kann momentan meinen Damage nicht ordentlich anbringen, weil ich genau immer in den falschen Momenten zu den falschen Gegnern gucke. Genau. Und es ist so, du konzentrierst dich auf einen Gegner und den kommst von hinten. Dann konzentrierst du dich auf den Gegner, dann kommt er von der anderen Seite. Also es ist egal, wohin du guckst, er kommt immer von der anderen Seite. Es ist manchmal wie verhext. Das ist halt ein Teamspiel, ne? Man kann nicht alle Flanken gleichzeitig abdecken. Ich hätte zum Beispiel gut den T10, aber ich habe ein paar Schüsse verpasst. Zugegeben. Und, aber es waren auch... Ich hatte da keine Zukunft. Ich hätte sofort, nachdem ich gemerkt habe, oh, ich muss links und muss rechts, hätte ich mich sofort umpositionieren müssen, sodass ich nur von einer... dass ich nicht den Turm immer um 180 Grad drehen muss. Ne? Schon mal wieder was gelernt. Aber das ist so. So. Übrigens heute nur 9er. Oder generell die ganze Woche. Was ist das denn? Da ist lieber schießen als nicht schießen angesagt. So, das war doch gut. Kam gleich ein früher Spot. Kam gleich der Shot dazu. Und dann ist doch toppi. Ist doch toppi. Hab dann gesehen. Ich hab mir gesehen. Oh, so, und jetzt geht's nämlich los.
Badger, die trifft aber nicht so gut. Aber das von uns ein eindeutiges, also für mich ein eindeutiges Zeichen. Ich muss hier weg, denn es hat hier keine Zukunft. Denn, ja, die können da blind, also die können da stehen und schießen. Ohne Regress zu kriegen vom Team. Ist halt immer, ne, das ist so die Geschichte, ihr müsst halt immer dran denken, ihr seid eben nicht alleine. Der Gegner ist auch nicht alleine. So. Jetzt hat er erstmal gemerkt, oh, ich werde ja auch beschossen. Aber das ist so, der Gegner hat sich jetzt auf unserer Hälfte gut positioniert und blockiert dadurch einige Positionen, die wir gebrauchen könnten. Und das ist jetzt ganz klar so. Die Positionen sind blockiert, dadurch, dass da eben keiner ist von uns. Ich versuche da mal hinzukommen, aber naja, der Panzer ist nicht der schnellste für solche Dinge. Weil wir haben uns jetzt, ja, ziemlich da, wir haben da nur den Skoda. Und der Rest gammelt hier hinten in der Sniper-Position und denkt, ja, dass die ganzen Schusskanäle alle gar nicht da sind, die wir benötigen. Das ist es natürlich. So, Westfield T30, haben sie noch gerockt. Nee, so eine salzige Runde. Ja, naja, klar. Oh, noch ein. Seht ihr, wo diese scheiß Bedshed ist? Seht ihr das? Ihr steht da hinten, aber ist mir so scheißegal. Da steht ein Leopard, da steht eine Grille, steht ein Type 61. Und was ist? Ey, da stehen die schon und snipen und oh, haben den ganzen Tag nur den Mund offen. Frech. Und das macht mich wieder fröhlich. Eine Drecks-Stadtkarte. Ist egal. Gucken, was wir mit unseren Kollegen hier anstellen können. Bin so ein bisschen aufgeladen schon wieder. Also manchmal ist World of Tanks, also ich weiß auch nicht, ob das alles so richtig ist, so dass man sich halt ärgert, ne, wegen so einem Computerspiel letztendlich irgendwo auch, aber ist halt so diese, ja, ich spiele das ja gefühlt schon Jahrtausende und ja, ich glaube, ich kann das einfach nicht mehr so wegstecken. Bin auch viel zu ehrgeizig. Ob ich das jetzt schon wieder bereuen muss, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, der steht da. Wirklich, der hat jetzt Schaden gekriegt und ich habe keinen Spot gekriegt dafür. Na gut, aber er zieht sich wegen mir ein bisschen zurück, ne? Er zieht sich halt ein bisschen zurück. Er weiß aber vielleicht nicht, dass er Perma offen ist. Durch mich. Ich hoffe es natürlich. Ey, dass die Leute den nicht abheben!
Mach die noch mal fertig. Also wirklich. Wo er hin aimt, das würde ich gerne mal wissen. Ja, na also, Junge. Leute, ey, ich hab mich hier schon so aggro hingestellt. Und dann sowas. Ja. 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 Und du da hinten, du bist gar nicht mehr zu. Dass er überhaupt da schießen darf. Also wirklich, was habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4 Leute. Und alle gammeln. Die gammeln einfach alle. Ja, die denn nicht fällt, ne? Leute. Dann kriegen wir ein ernsthaftes Problem. Hey, und hier stehen auch wieder viel zu viele rum. Der T49, der ist halt nur zum Spotten, na gut. Mehr als die Lenzen, mehr haben wir da eben auch nicht gesehen. So sieht's nämlich aus, Leute. So, und der T49 ist nämlich mit der Kanone. Ja, den hole ich da weg. So, aber dabei haben wir die andere Seite verloren. Das ist ganz einfach so. Und das weiß der T49 auch. Katze und Maus noch ein bisschen spielen, ne? Dann ist es eben so, aber pff. Die standen da alle, haben gesniped, die haben nicht mal den Lenzen rausgekriegt. Nicht mal den. Was soll ich noch machen, ne? Also, nicht an mir. Aber ich hatte ein bisschen Spaß gehabt. Ist okay damit. Ne? Damit mache ich meinen Frieden.